Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Einen schönen guten Abend. Mit mir im Studio ist Katja. Was hast du heute dabei? Fußball und alles Wichtige zur Auslosung der Handball-EM. Na dann, und das haben wir außerdem. Unterbringen, versorgen, integrieren. Immer mehr Menschen suchen Schutz in Deutschland. Bund und Länder streiten über die steigenden Kosten. Fehler ja, Entlassung nein. Wirtschaftsminister Habeck will trotz der Trauzeugenaffäre an seinem Staatssekretär festhalten. Die Opposition fordert Konsequenzen. Sand im Getriebe bei VW, beim Absatz in China hapert's, bei der Software auch. Und auf der Hauptversammlung fliegt eine Torte. Wochenlang schon verschanzen sich Bund und Länder hinter ihren Positionen im Flüchtlingsstreit. Seit 15 Uhr sitzen sie im Kanzleramt und suchen einen Kompromiss. Die Länder fordern, je mehr Asylbewerber, desto mehr Geld für uns. Der Bund lehnt das ab. Zum Stand der Verhandlungen kommen wir gleich. Zuvor Stefanie Gareis über die aktuelle Flüchtlingsfinanzierung und die Position der Länder. Die Versorgung und Finanzierung der Flüchtlinge ist eigentlich Ländersache. So steht es im Grundgesetz. Trotzdem gibt der Bund finanziell etwas dazu, eine sogenannte freiwillige Hilfeleistung. Vor einem Jahr noch bestand sie aus einer monatlichen Zahlung für jeden einzelnen Migranten im Asylverfahren. Damit ist seit November Schluss. Stattdessen stellt der Bund eine Gesamtpauschale für alle zur Verfügung, unabhängig davon, wie viele Menschen gerade versorgt werden müssen. Für 2023 sind das 8,9 Milliarden Euro Direkthilfe plus Steuerentlastungen. Zu wenig beklagen Länder und Kommunen. Ihr Vorschlag, zurück zum Pro-Kopf-Modell, allerdings mit einer Erhöhung auf 1.000 Euro im Monat. Von der Finanzdebatte ausgenommen bleiben die Flüchtigen aus der Ukraine. Für sie übernimmt der Staat weiterhin den Großteil aller Kosten. Die Bundesregierung sagt, wir zahlen schon genug und will eine strengere Migrationspolitik durchsetzen. Aber in den Verhandlungen heute, da wird hauptsächlich um die Finanzierung gerungen. Und dabei befinden sich alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf einer Linie. Das dürften also sehr zähe Beratungen werden. Christiane Hübscher beobachtet sie. Als sie am Nachmittag im Kanzleramt eintreffen, da haben sie schon eine lange Vorbesprechung ohne Kanzler hinter sich. Geschlossen fordern die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten kurzfristig 1 Milliarde mehr zur Flüchtlingsversorgung. Und besonders die Union erhöht vorab den Druck auf Olaf Scholz. Der Kanzler muss das Thema jetzt zur Chefsache machen, Verantwortung übernehmen und Führung zeigen. Mehr als 100.000 Asylanträge wurden in Deutschland seit Jahresbeginn gestellt. Eine Zunahme um 78% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und eben weil der Zustrom so schwankt, wollen die Länder nicht einfach Pauschalzahlungen vom Bund. Wir brauchen ein atmendes System, wir brauchen ein dynamisches System. Wir brauchen ein System, das vor allen Dingen sich daran orientiert, wie viele Menschen sind denn eigentlich zu versorgen. Wie groß aber der Dissens mit Berlin ist, das hatte vorab schon der FDP-Finanzminister deutlich klargemacht. Die Bundesregierung ist nicht bereit, ein bestehendes Problem einfach nur mit Geld zu lösen. Wir wollen das Problem nicht finanzieren, sondern wir wollen endlich eine Veränderung in der Migrationspolitik. Die Bundesgrünen aber stellen sich noch vor dem Treffen klar auf die Seite der Länder, formulieren in einem eigenen 10-Punkte-Plan die Erwartung, dass der Bund gezielt mehr finanzielle Verantwortung übernimmt, als bislang zugesagt wurde. Keine Einigkeit also, nicht innerhalb der Ampel, nicht zwischen Bund und Ländern. Die Positionen scheinen so weit auseinander, dass der Gipfel nun sogar unterbrochen wurde. Dann gehen wir jetzt dahin, wo die Musik spielt, nach Berlin. Shakuntala Banerjee ist da. Also herausfordernde Gespräche hatten sich angebahnt und es gibt sie ja. Was hörst du aus den Verhandlungen? Ja, so aus Teilnehmerkreisen hört man von einem guten Ton, aber allerdings auch von einer eindrucksvoll geschlossenen Haltung der Länder. Also es scheint immer noch diese 16:1 Situation zu geben, Länder gegen den Bund. Dass sich beide Seiten jetzt aber zu getrennten Beratungen zurückgezogen haben, deutet doch darauf hin, dass man nach einem Kompromiss sucht. In diesen getrennten Verhandlungen geht es wohl um nochmal die Finanzfrage, um konkrete Punkte. Und da wäre ein möglicher Kompromiss vielleicht die 1 Milliarde, die der Bund noch einmal 2023 obendrauf geht. Könnte für die Kommunen. Ist es aber noch nicht ganz klar, ob das dann am Ende wirklich die Summe ist, die dabei rauskommt und ob das den Ländern reichen wird. Die wollen eine dauerhafte, verlässliche Finanzierung. Allerdings
eine Milliarde liegen zu lassen, jetzt aus Prinzip heute, das wäre auch nicht ganz einfach. Wir hören auf jeden Fall, dass demnächst die Verhandlungen wieder in gemeinsamer Runde weitergehen werden. Könnte also trotzdem noch ein langer Abend werden. Vielen Dank, Shakuntala, nach Berlin. Mit Spannung blickten heute genau dorthin ganz viele, nämlich nach Berlin. Zwei Bundestagsausschüsse haben Wirtschaftsminister Habeck und seinem Staatssekretär Greichen auf den Zahn gefühlt. Es geht um den Vorwurf der Vetternwirtschaft. Greichen soll seinem Trauzeugen zu einem Spitzenposten bei einem bundeseigenen Unternehmen mitverholfen haben. Die Opposition fordert den sofortigen Rücktritt Greichens. Mehr dazu jetzt von Diana Zimmermann. Gute zwei Stunden hatten der Wirtschafts- und der Klimaausschuss gemeinsam getagt, um den Bundeswirtschaftsminister und seinen Staatssekretär gemeinsam zu befragen. Hauptthema war die Trauzeugenaffäre, ein klarer Fehler von Staatssekretär Greichen, der nun ausführlich erklärt worden sei, so Robert Habeck. Ich habe entschieden, dass Patrick Greichen wegen dieses Fehlers nicht gehen muss. Und die Debatte eben im Ausschuss gibt mir, meine ich, eine gewisse Hoffnung, dass die Differenzierung diese Entscheidung auch klarer verständlich macht. Eine Erkenntnis der Ausschusssitzung ist, dass Robert Habeck emotional schon angefasst ist. Das hat man während der gesamten Zeit gespürt. Und es ist wohl so, dass über dienstrechtliche Konsequenzen gegenüber Herrn Greichen im Ministerium nachgedacht wird. Patrick Greichen selbst argumentierte, aufgrund seiner langen Tätigkeit in der Umweltpolitik habe er nicht nur seinen Trauzeugen Michael Schäfer, sondern den Großteil der Bewerber um den Dena-Posten persönlich gekannt. Das aber, so wurde in der anschließenden Aktuellen Stunde im Bundestag deutlich, sieht die Opposition eher als Bestätigung ihrer Vorwürfe vom grünen Filz. Herr Habeck, Sie sind Gefangener Ihrer Getreuen und Ihrer eigenen Ideologie. Sie organisieren und finanzieren dieses Netzwerk. Sie sind der Kopf dieses Netzwerkes. Und spätestens seit dieser Woche ist die Affäre Greichen eine Affäre Habeck. Neue Verfehlungen kamen heute nicht ans Licht. Robert Habeck meint, alles gesagt zu haben. Die Opposition aber fordert weiterhin den Rücktritt seines Staatssekretärs. Die Aktionäre von VW, die sind erfolgsverwöhnt, aber haben es gerade mit ungewohnt vielen Herausforderungen zu tun. Denn bei der Hauptversammlung präsentierte Konzernchef Blume zwar gute Gewinne, aber drei große Probleme sind ungelöst. VW verliert Anteile im wichtigen Markt China. Massive Softwareprobleme verärgern zunehmend die Kundschaft, nicht nur von E-Autos. Und die Betriebskosten gelten als zu hoch. Aus Berlin, Morlin Ilau. Es war ein schwieriger Auftakt bei der VW-Hauptversammlung in Berlin. Nicht nur musste sich die Volkswagen-Führung unbequemen Fragen der Aktionäre zur Strategie stellen. Während der Rede des Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Dieter Pötsch flog ein Kuchen auf die Bühne. Mehrfach wurden die Reden gestört von Aktivistinnen. Der neue Vorstandschef kommentierte diese Aktionen nicht. Nach einem turbulenten Jahr für den Autokonzern stellt Oliver Blume seine künftigen Umstrukturierungspläne vor. Wir gehen mit den Marken des Volkswagen-Konzerns in eine neue Ära elektrischer und digitaler Mobilität. Darin wollen wir noch nachhaltiger sein und noch erfolgreicher. Blume hatte gerade die Führung der VW-Software-Sparte Cariad ausgetauscht. Die Entwicklung der konzerneigenen Software hatte nicht Schritt gehalten, weder international noch national. Nun, wenn wir die Entwicklung anschauen, dann ist BMW und Mercedes schon ein Stück weiter vorangekommen in diesen neuen Software-Generationen. Generell hinkt Deutschland bei der Vernetzung hinterher, vor allem im Vergleich zu China. Dort geht es weniger um PS, sondern um smarte, vernetzte Fahrzeuge. Gute Software ist das größte Verkaufsargument. Es ist ganz besonders wichtig, die Autos zu konzipieren nach den chinesischen Bedürfnissen, nach dem chinesischen Geschmack. Und deshalb haben wir entschieden, auch mehr Technologieentwicklung in China für China zu machen. VW investiert auf seinem wichtigsten Markt jetzt 1 Milliarde Euro in die Vernetzung der Fahrzeuge und damit in seine Zukunft. Am Landgericht Schwerin hat der Prozess gegen einen Feuerwehrmann begonnen. Er soll im Oktober einen Brand in einer Flüchtlingsunterkunft gelegt haben. Ein politisches Motiv schließt die Staatsanwaltschaft aus. Der Mann soll mindestens 5 weitere Feuer gelegt und sich dann an den Löscharbeiten beteiligt haben. Die Flüchtlingsunterkunft brannte damals komplett nieder. Verletzt wurde niemand.
Seit Wochen nimmt die Gewalt im Nahen Osten zu. Israel tötet gezielt Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Dschihad. Dabei sollen auch Frauen und Kinder ums Leben gekommen sein. Als Antwort fliegen Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel. Am Nachmittag war in vielen Orten Israels Luftalarm zu hören, auch im Großraum Tel Aviv. Und die israelische Regierung droht mit einer Ausweitung des Einsatzes. Michael Beverunge. Raketen steigen auf in Gaza, die lange erwartete Antwort des Islamischen Dschihad auf Israels Luftangriffe von gestern. Die meisten fängt das Abwehrsystem Iron Dome ab. Über 300 Raketen werden wahllos auf Städte im Süden und auf Tel Aviv abgefeuert. Die Bevölkerung geht in Deckung. Das ist nicht das erste und wohl auch nicht das letzte Mal. Das ist die Realität unseres Lebens. Schade. Gestern hatte die israelische Luftwaffe drei Führer des Islamischen Dschihad gezielt getötet. Die seien für Raketen- und Terrorangriffe verantwortlich gewesen. Mit ihnen und anderen Kämpfern wurden aber auch Familienangehörige, Frauen und Kinder getötet. Bisher 21 Menschen. Unsere Alten und Kinder hatten große Angst. Wir hatten von einem Waffenstillstand vor 2-3 Tagen gehört, aber die Juden haben uns betrogen. Premier Netanyahu sagt, Israel tue alles, um zivile Opfer zu vermeiden, betont aber, unser Prinzip ist klar, wer uns schadet, dem schaden wir, und zwar mit noch größerer Stärke. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Netanyahu zuletzt unter massivem Druck seines rechtsextremen Sicherheitsministers stand. Itamar Ben-Gvir hatte die Zusammenarbeit in der Regierung aufgekündigt, weil die ihm zu lasch gegen Terrorgruppen wie den Islamischen Dschihad vorgegangen war. Mit seinem unerwartet harten Vorgehen hat Netanyahu zwar nicht den Konflikt mit Gaza gelöst, aber seine Regierungskrise abgewendet. Momentan bemüht sich Ägypten, einen Waffenstillstand zu vermitteln. Jede dritte Frau in der EU hat schon Gewalt erfahren. Um sie zu schützen, hat das EU-Parlament trotz Widerstandes einiger Mitgliedsländer die sogenannte Istanbuler Konvention ratifiziert. Das Abkommen wurde schon 2011 verabschiedet, eben in Istanbul. Es verpflichtet die Staaten etwa gegen sexualisierte Belästigung, Vergewaltigung, Zwangsehen und häusliche Gewalt vorzugehen. Ausgerechnet die Türkei, wo die Konvention verhandelt wurde, ist wieder ausgetreten. Was das für die Frauen dort bedeutet, berichtet jetzt kurz vor der Wahl Anna Feist. Spuren einer Ehe. Zuerst hat er mich ins Gesicht gestochen, so von hier nach da. Als ich das ganze Blut gesehen habe, hatte ich solche Angst. 3 Monate ist das jetzt her. Ein Gesetz hat sie vor noch mehr Gewalt gerettet. So konnte Melek sofort mit den Kindern ins Frauenhaus, wurde sofort eine einstweilige Verfügung gegen den Ehemann erlassen, konnte sie sofort die Scheidung einreichen. Es geht um Gesetz 6284. Wir, die Staatsanwaltschaft und die Polizei, können sehr schnell, nämlich innerhalb von 24 Stunden, eine einstweilige Verfügung erwirken, ohne dass wir sofort Beweise für die Gewalt vorlegen müssen. Im Wahlkampf haben Erdogans neue Verbündete dem türkischen Präsidenten nun das Einverständnis abgerungen, das zu verändern. Denn, so ihre Argumentation, auch der Mann müsse geschützt werden vor Frauen, die das Gesetz missbrauchen. Vor dem Gesetz gilt doch, dass jeder unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen ist. Wenn Sie behaupten, dass ich mir was zu Schulden habe kommen lassen, dann müssen Sie mir das beweisen. Aber eine solche Überprüfung dauert. Und diese Zeit hatte Melek nicht. Für sie hätte es den Tod bedeutet, da ist sich die 25-Jährige sicher. Ich will nicht erst beweisen müssen, dass ich misshandelt wurde, bevor was getan wird. Jeden Tag stirbt in der Türkei mindestens eine Frau durch häusliche Gewalt. Bei dieser Wahl geht es vielen Betroffenen deshalb um mehr als nur den Präsidenten. Es geht um ihren persönlichen Schutz. Auf der tunesischen Insel Djerba hat ein Attentäter 5 Menschen getötet und 9 weitere verletzt. Bei dem Angreifer soll es sich um einen Angehörigen der Nationalgarde handeln. Laut Innenministerium tötete er zunächst einen Kollegen und schoss dann vor einer Synagoge um sich, bis er dann von Sicherheitskräften getötet wurde. Die Lagriba-Synagoge war schon 2002 Ziel eines Anschlags. Damals starben mindestens 19 Menschen, unter ihnen 14 deutsche Touristen.
Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein US-Präsident zu solch einer Strafe verurteilt wird. Donald Trump muss nach einem Schuldspruch 5 Millionen Dollar an die US-Autorin E. Jean Carroll zahlen. Die Geschworenen kamen zu dem Schluss, dass Trump sie vor fast 30 Jahren sexuell missbrauchte und als die Vorwürfe öffentlich wurden, verleumdete. Johannes Hano. Kommentarlos, aber mit einem Lächeln im Gesicht verließ E. Jean Carroll das Gerichtsgebäude. In dem ganzen Prozess ging es am Ende um die Frage, wen die Jury für glaubwürdiger hält. Carroll, die behauptet hatte, Donald Trump habe sie Mitte der 90er Jahre in der Umkleidekabine eines Luxuskaufhauses sexuell missbraucht und vergewaltigt. Oder Donald Trump, der beim Prozess selbst nicht anwesend war und bis zum Schluss bestritt, Carroll überhaupt zu kennen. Ich habe keine Ahnung, wer diese Frau ist. Am Ende aber folgte die Jury Carroll und den Zeuginnen, die ihre Anwältin aufgerufen hatte. Zweifel an Trumps Glaubwürdigkeit kamen auf, als Carrolls Anwältin ein Vernehmungsvideo aus der Beweisaufnahme präsentierte, in dem sie wissen wollte, wer denn die Frau mit ihm auf diesem Foto sei. Das ist Marla, meine damalige Frau. Welche Frau meinen Sie, sei Marla? Hier, diese hier. Nein, das ist E. Jean Carroll. Wie kann man jemanden glauben, der noch nicht einmal seine eigene Frau erkennt, sie mit der Klägerin verwechselt? Nach dem Urteil meldete sich Trump tobend auf seinem Social-Media-Kanal zu Wort. Ich weiß nicht, wer diese Frau ist. Das Urteil ist eine Schande, eine Fortführung der größten Hexenjagd aller Zeiten, steht da geschrieben. An seiner Basis wird Donald Trump das Urteil kaum schaden. Dort glaubt man sowieso an die Verschwörung dunkler Mächte. In der Republikanischen Partei aber werden die Fragen lauter, ob man mit Donald Trump 2024 die Präsidentschaftswahlen überhaupt gewinnen könne. Sicher ist, mit dem Urteil hat Donald Trump seinen Nimbus der Unantastbarkeit verloren. Würde man jetzt nicht sofort denken, im Vergleich zu unseren westeuropäischen Nachbarn steht Deutschland bei der Lebenserwartung schlecht da. Ein Hauptgrund, hierzulande sterben viele Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dann schauen wir mal auf die neuesten Zahlen. Die deutschen Männer belegen bei der Lebenserwartung mit 78,8 Jahren einen vorletzten Platz. Ganz oben die Schweizer, nur etwas besser platziert, die deutschen Frauen, drittletzte mit 83,5 Jahren. Ganz vorne die Spanierinnen mit 86,2 Jahren. Und jetzt nach Brienz. Malerisch gelegen auf einer Sonnenterrasse in den Schweizer Bergen. Direkt dahinter allerdings ein Felshang, der sich talwärts bewegt. In den letzten Tagen so schnell, dass die verbliebenen rund 50 Einwohner jetzt bis spätestens Freitagabend Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Was das für die Menschen und die Zukunft des Dorfes im Kanton Graubünden bedeutet, Anna Gürt. Die Koffer sind gepackt, weil der Berg droht, ihr Haus, ja das ganze Dorf zu verschütten. Schon lange bewegt sich das Gestein, in den letzten Tagen aber plötzlich immer schneller. Gestern wurde die Alarmstufe erhöht. Wir müssen unser Leben retten, wir können nicht bleiben. Irgendwann kommt das alles runter. In den nächsten 1 bis 3 Wochen könnten bis zu 2 Millionen Kubikmeter Fels herunterstürzen. Deshalb wird jetzt evakuiert, das Dorf ist abgesperrt. Der Schritt zur Kommunikation der Evakuierung ist natürlich gerade nochmals ein weiterer, sehr schwerer Schritt. Es wird Emotionen geben, das ist ganz klar. Dieser Felsbereich, die sogenannte Insel, ist in den letzten Jahren immer weiter abgesunken. Jetzt könnte es zu einem lawinenartigen Bergsturz kommen, einem Schuttstrom oder mehreren Felsstürzen. Das Wahrscheinlichste, dass die Insel in mehreren Teilen abbricht. Und wir hoffen, dass diese Teile so klein sind, dass sie das Dorf nicht erreichen und dort keine Schäden anrichten. Doch wie und wann es losgeht, kann niemand sagen. Die Hoffnung aber bleibt, dass der Berg einfach am Dorf vorbeirutscht. Wir sind beim Sport und Katja, Fußball Champions League, gestern Halbfinale und unentschieden. Ja, und das wird alle Fans freuen, denn dann wird das Rückspiel kommende Woche zwischen Manchester City und Real Madrid umso packender. Gestern Abend war für beide Teams mehr drin, aber es blieb eben beim 1:1. Erling Haaland schießt ausnahmsweise kein Tor. Dafür ist der Norweger bei Manchester zunächst im besseren Team. Muss aber mit ansehen, wie Real durch Vinicius Junior in Madrid in der 36. Minute in Führung geht. Der Brasilianer trifft meistens in der Champions League. 30 Spielminuten später ist Real dem 2-0 näher, aber Kevin De Bruyne erzielt den Ausgleich. Die Vorlage kommt vom deutschen Nationalspieler İlkay Gündoğan. Mit dem 1:1 bleibt alles offen. Das Halbfinal-Rückspiel in Manchester nächste Woche wird zum Finale um den Einzug ins Finale.
2 Jahre war Oliver Glasner Trainer bei Eintracht Frankfurt, holte im vergangenen Jahr mit dem Verein den Titel in der Europa League. Jetzt steht fest, Glasner und die Eintracht trennen sich nach dem DFB-Pokalfinale Anfang Juni. Vor etwa einem Jahr die Eintracht und Glasner im Freudentaumel. Glasner führt Eintracht Frankfurt zum ersten Europacup-Titel seit 1980. Es schien eine Traumehe zu sein, der freundliche Österreicher und die Eintracht. Von großer Liebe ist nun nichts mehr zu spüren. Beide Seiten haben Fehler gemacht. Nicht nur was die Kaderzusammensetzung betrifft. Glasner zeigt sich in den letzten Wochen dünnhäutig. Deswegen ist es besser, heute den Mund zu halten. Lass mich heute nicht provozieren. Hört mir mit diesem Müll auf. Sorry. Auch sportlich bleiben Trainer und Mannschaft hinter den Erwartungen, mit zuletzt 10 Sieglosspielen nacheinander. Die Konsequenz, 3 Spieltage vor Saisonende, Tabellenplatz 9, irgendwo im Niemandsland. Lediglich im DFB-Pokal ist die Mannschaft top. Glasner könnte sich am 3. Juni im Finale mit einem Pokalsieg verabschieden. Ab Mitte Januar ist Deutschland erstmals Gastgeber der Handball-EM. Soeben wurden die Gruppen für die Spiele, die in Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, München und Mannheim stattfinden, ausgelost. Und das sind Deutschlands Gegner. Mit Olympiasieger und dem WM-Zweiten Frankreich hat das DHB-Team ein besonders schweres Los. Die Qualifikanten Nordmazedonien und die Schweiz sind die anderen Gegner in Gruppe A. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz wird in exakt 8 Monaten in Düsseldorf ausgetragen. Dann vor der Weltrekordkulisse von 50.000 Zuschauern. Das Ganze im Fußballstadion. Das DHB-Team hat gute Chancen, weiterzukommen. Und alles dazu dann auf heute.de. Dankeschön, Katja. So, wir haben jetzt noch die Lottozahlen für Sie. Und hier sind sie: 10, 14, 23, 25, 44, 49, Superzahl 8. Und weitere Gewinnzahlen und Infos auf lotto.zdf.de und auf der ZDF-Textseite 557. Details zum Wetter gleich von Özden Terli. Zum Ausgang des Flüchtlingsgipfels Christian Sievers im Heute-Journal ein Interview ab 21.45 Uhr mit dem hessischen Ministerpräsidenten Rhein. Morgen begrüßt Sie hier Jana Pareiges. Das war's von uns. Schönen Dank und auf bald. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Wir haben eine regelrechte Blockadesituation. Dieses Hoch hier nach Osten hin, das blockiert den Weg der Tiefs. Und so müssen Sie woanders hin, zum Beispiel nach Norditalien. Hier wird es sehr nass. Da kommen gut 200 Liter auf den Quadratmeter bis Sonntag zusammen. Auch bei uns gibt es Regen, teils ergiebig und im Osten. Da bleibt es sonnig. Schauen wir uns die Details an. In der Nacht also Regen in der Mitte. Ganz im Süden regnet es ergiebig und lange. Im Osten ist es trocken. Im Nachwesten hin bildet sich sogar Nebel. Temperaturen gehen zurück auf 5 Grad an den Alpen. 10 bis 12 Grad nach Nordosten hin. Morgen dann viel Sonnenschein dort. Hier bleibt es trocken, aber sonst hier in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis an den Alpenrand Regen, Schauer und Gewitter und an den Alpen wieder ergiebig. Die Temperaturen dazu bis 23 Grad, zum Beispiel Richtung Berlin und 9 Grad am Alpenrand. Mit Schauern und Gewittern setzt sich das Wetter fort am Freitag. Ganz im Norden, im Osten viel Sonnenschein, 14 bis 23 Grad. Ja, am Wetter ändert sich in den darauffolgenden Tagen nur wenig. Damit einen schönen Abend.